Der Vollbildmodus macht, was er verspricht. Dazu musst du auf den drei Pünktchen hier gehen. Du klickst darauf und hier ist Vollbildmodus. Das ist für dich meiner Meinung nach nicht so wichtig, dass da du einen größeren Computer hast, ein iMac. Aber für deine Schülerinnen und Schüler mit ihren kleineren Chromebooks ist es manchmal sehr nützlich, weil wenn sie, sagen wir, bei einer Präsentation nicht gut lesen können, was du geschrieben hast, gehen sie auf Vollbildmodus und die Buchstaben werden ein bisschen größer. Also erkläre ihnen, dass das eine Möglichkeit ist.